Sehr, sehr gut. Ja. Ach, Luffy, bei dir hat das wahrscheinlich besser geklappt als bei mir dann. Mal hier knurrt. Du kannst du eigentlich... selben Stand. Ach da. Ah, okay. Weil eigentlich, ja, du kannst mit jedem Avatar in jeden Server reinhüpfen. Ich habe das jetzt ab und zu mal, ja, auch mit meinem Singleplayer-Avatar gemacht. Da bin ich auch mitten in der Aufnahme in den Multiplayer hier reingehüpft, weil hier hatten wir den Haldor schon gefunden und ich noch nicht in meinem, ja, Singleplayer. Ich habe den ewig nicht gefunden. Ich habe jetzt hier schon 10 Gold, ja, drei Fackeln und was nicht alles, aber... Ah, sehr gut. Der ganze Rest ist weg. Also zuallererst mal, wir machen uns alle sichtbar auf der Karte, bitte. Bin ich nicht. MV-Karte drücken, also MV-Map drücken und dann unten rechts für andere Spieler sichtbar machen, damit wir uns auch wiederfinden für alle Fälle. Sehr schön. Fenrir, du auch? Ja, sehr gut. Ich bin sichtbar, glaube ich, ja. Und dann mögen Sie mir doch bitte folgen. Folgen Sie dem Mann mit dem Regenschirm. Achso, ich habe keinen Moment. Folgen Sie dem Mann mit der Ausrüstung hier vorne. Achso, ich hau jetzt mal. Da kommen wir dann wieder so einen Kanal buddelt. Ja, komm mal kurz her, ich mach's mal ein Eik hier rein. Dann kommen wir ein bisschen besser voran, denke ich. Oh, Björn. So, weiter geht's. Der war ja los jetzt, ey, ganz ehrlich. Vorsicht, am Ast hängen geblieben. Schnauze hier! Es ist. Oh, Scheiße! Sag mal. Hör dir, stirbst du schon wieder, oder was? Nee, nee, das Reh schlägt Haken wie ein Hase hier. So, ich hoffe, dass es mittlerweile auch im Stream das jetzt auch nicht mehr so dunkel ist. Ich hatte nämlich vorher einen falschen Farbraum eingestellt und dadurch ist das Dunkle noch dunkler gewesen. Die Farben waren zwar kräftiger, aber das Dunkle war halt viel, viel zu dunkel, wie ich fand. Ich liebe ja die Q-Taste, man kann nebenbei noch eine rauchen. Das war da unten, warte mal, hier ist so ein Schwein. Haben wir alle noch beisammen? Ja, zumindest alle Mitspieler. Oh, okay, die Q-Taste ist natürlich, wenn ein Baum im Weg ist, doch nicht ganz so praktisch, ne? Ja, dann mal fix Axt auspacken und fix weghauen und gut ist. Ja, stimmt eigentlich, wenn du nur eine Hand frei hast. Oh, hier sind noch haufenweise Beeren. Also so an sich, alle Ressourcen stehen euch frei zur Verfügung, Jungs. Ihr könnt sammeln, was ihr wollt und was das Zeug hält und, ich würde sowieso vorschlagen, wir können ja dann Handel treiben, beziehungsweise wenn ihr was im Überfluss habt, was wir brauchen und so weiter und so fort, ne? Ja. Das ist schon so. Und später am Ende des Projektes kann man vielleicht auch irgendwie so ein Final Clash machen. Vielleicht ist bis dahin sogar bis zu 50 Leute gleichzeitig machbar. Dann gibt's ein kleines Ragnarök hier bei uns. Alter, ich hab heute irgendwie. Dann werden wir wieder auseinandergenommen. Mhm. Viel Wasser gleich null hier. Ja, Gregor, folgen Sie dem Mann mit der Axt, war sehr vertrauenswürdig. Ja, sorry, Johnny P, und wie war ich da mit dem Kopf wieder woanders? Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich mit dir spielen möchte. Kannst du jetzt deuten? Like ein Raucherauge, das ist die Rache dafür. Ein Raucherauge? Ja, Rauch im Auge, ihr habt. Also. Ach ja, unsere erste Base. Da werden Erinnerungen wach. Die ersten zwei Tode. Ihr könntet euch theoretisch hier schon mal kurz einen Spawnpunkt setzen, falls ihr euch was passieren sollte. Die Betten müssten frei sein. Nee, die sind alle besetzt. Was? Lol, wie geht das denn? Gehen wir hin. Keine Ahnung. Emil! Schwer Emil, grüß Gruße, dich! Mein Freund. Schön, dass du da bist. So, jetzt müsstet ihr sie besetzen können. Wo du jetzt gerade hier bist, Emil, was hältst du von der Idee, dass ich die Streams auf Twitch verlagere? Okay. Und du, Mario, was sagst du dazu? Du sagst sowieso, ja, du bist ja Twitch-Streamer. Stimmt, den Mario habe ich schon lange nicht mehr live gesehen auf YouTube. Jetzt weiß ich auch warum. Gar nicht mehr. Also ich glaube, wie lange der auf YouTube nicht mehr live war. Ich glaube, ich war nur einmal vor knapp einem Jahr bei ihm live mit dabei. Aber auch nur kurz, weil ich dann eigentlich kurz danach selber live gegangen bin.
Achso, sämtliche Hütten auf dem Weg zu unserer... Achso, ihr seid schon gar nicht mehr bei mir, okay. Ich komm wieder zurück. Sämtliche Hütten auf dem Weg zu unserer Base sind schon leergeräumt, also da braucht man nicht gucken nach Loot. Also Lovi, wie ich mit denen rede, das ist eigentlich ganz einfach über Discord. Eigentlich genau. Müsstest du auch mit in dem Channel drin sein. Also Lovi habe ich hier gefunden. So, stimmt, ich bin ja im falschen Discord-Channel. Ach so. Ach, du redest gerade mit Lovi und wir hören Lovi nicht. Schön. Grüß dich, Jeanette, meine Liebe, meine Zuckerschnute. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Krasser Shit, 18 ja. Leute, ich fass es nicht. So, die 50 sind voll, Fendrier. Jawohl. Geilo. Geilo, jetzt musst du nur noch auf durchschnittlich 8 Zuschauer kommen pro Stream. Oder pro Streamstunde. Das hatte ich alles schon im November, aber... Ja, wunderbar. Wunderbar. und wie fehlt gerade noch jemand? Ja, Lofi ist gerade... Lofi findet YouTube besser, weil er es auf Twitch nicht mitbekommt, dass dann jemand streamt. Das ist leider auch noch so ein Ding. Bei Twitch gab es jetzt ab und zu mal Probleme mit den Benachrichtigungen, aber das haben sie wohl relativ schnell gefixt. Nicht so wie bei YouTube, wo du erstmal ein Jahr warten musst, bis das gefixt wird, dann funktioniert es 3 Wochen und kommt das nächste Update und es funktioniert wieder nicht. Brauchen wir rohes Fleisch oder brauchen wir gebratenes Fleisch? Was willst du haben? Roh. Gebratenes kann man höchstens mal für zwischendurch nehmen, wenn wir davon zu viel haben, was jetzt momentan erstmal selten sein wird. Rohkost. Ja, bei Rohkost kann ich es nicht reinpacken, oder? Doch, da haben wir ja noch einen Arsch voll. Ja, wir haben 2 Stapel mit Rohkost mittlerweile und nur in der Mitte steht der Haldor-Stapel. Danke Kiste. Danke dir, Mario, danke dir. Was? Jetzt muss ich mal lesen hier. Ich habe gerade ein bisschen FPS-Probleme. Ja. YouTube macht Mario nur noch, wenn er ganz viel Zeit hat und dann die Comedy-Parodie-Richtung. Lofi, du läufst in die falsche Richtung, falls du mich hörst. Emil, wenn du bei mir auf YouTube beim letzten Video heute, das Infovideo, wenn du da anguckst, ich kündige meine Streams auch immer an auf Facebook. Also da einfach kannst du einfach Freundschaftsanfrage rausballern und gut ist. Sid, grüß dich! Jetzt fällt mir gerade ein, wie mache ich denn jetzt Sid zu einem Admin? Moderator meinst du? Meine ich ja. Da gehst du über deine Kanaleinstellungen und da hast du die Rollenverwaltung und da musst du seinen Namen 1:1 eintippen. Und ich glaube, du kannst auch über den. Ich glaube, über den Chat ging das nicht, ne? Nee, über den Chat geht's leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Finde ich zumindest. Ach Quatsch, ich war ja über. Warte mal, ich war ja ganz woanders gerade. Zu den 50ern, so lange ist der Bart noch nicht. Das Ding ist, Jobby Free, dass mein Bart ist so ein krauser Bart, der zieht sich immer hoch. Also wenn ich zum Beispiel geduscht habe, dann hängt der mir hier bis Mitte Brustbein runter. Also der ist schon lang, er zieht sich halt nur immer hoch. Das hat sich jetzt falsch angehört. Das freut mich sehr, Jeanette, dass es dir mittlerweile viel besser geht. Das ist schön. Dann drücke ich dir jetzt noch die Daumen, dass es dann in den nächsten 1-2 Tagen sogar noch richtig dolle gut geht. So, Lofi und Seifenlord, ich nenne euch jetzt einfach so. Ich lege euch das gesammelte Zeugs von unterwegs hier beim Signalfeuer hin. Das ist euer kleiner Starter-Kit sozusagen. Bett, Eisen und Bartwachs. Hier vorne, ja, der Stapel, Lofi. So, wenn ich jetzt auch mal anfange mit Bartwachs und Glätteisen an meinem Bart rumzufriemeln, da rastet meine Frau an. Alter Schwede. Hix, der zweite. Jetzt hätte ich dir aber fast eingedrückt hier. Siehst du? Kommt auf einmal hin um die Ecke gerannt und schon hast du automatisch erstmal BAM. Das ist die Begrüßungsklatsche. Okay. So, Gregor ist denn... Evil. Ja, Evil kann heute nicht sit. Kurze Frage an meinen Moderator Gregor, ist denn bei Lofi mit dem Sound alles soweit okay, dass ich ihn runterziehen kann, oder? Und Gregor schrieb noch nebenbei, Fenrir hat die richtige Einstellung, eigentlich ist er richtig lang, man sieht es halt nicht. Lofi passt vom Sound her, alles klar, gut, dann herzlich willkommen vom Chat und von den Zuschauern an, hallo Lofi. Hallo Lofi. Nein, macht sie nicht, Jomifi. Das war ein Witz von mir.
Loffi, du müsstest auch was sagen, damit wir dich hören. Ja. Ah, Hallöchen! Ja. Hallo. Hallöchen. Ja, wunderbar. Das Treatment funktioniert ja nicht so ganz. Das ist sehr gut. Jetzt funktioniert es. Jetzt können wir auch wenigstens verbal miteinander kommunizieren. Ganz zur Not über Enter-Taste können wir auch hier ein Chat öffnen. Das würde auch noch gehen für alle Fälle, falls ihr gerade redefaul seid. Aber ist schon ganz cool, wenn wir dann einfach quatschen können, wie ich finde. Ja, ist auch so besser. Ja. So, haben wir gerade noch irgendwo Holz rumliegen, dass wir noch ein paar Ersatzbetten bauen können? Oder wollen wir einfach die vom Beutel und vom von der Maki erstmal abreißen? Okay, wenn alle gleichzeitig quatschen, funktioniert das nicht. So, hier ist gerade ein neues Bett entstanden, das kann sich erstmal einer von euch schnappen. Ach, ihr habt euch schon ein zweites gebaut, okay. Wunderbar. So, Hicks der Zweite hat sich das hier geclaimed, sehr gut. Und da ist Loffi sein Bett, wunderbar. Da liegt auch noch eine Spitzhacke Kupfer Level 3 rum, keine Ahnung von wem die war. Angeblich hat jeder seine. Das könnte eventuell versehentlich die vom Beutel gewesen sein, als der mal hier war. Ja, Jeremy, das stimmt. Da warte ich ja jetzt drauf. Jetzt rastet mein Hund aus, Alter. Hast du das gehört jetzt? Ja. Warum brätst du all die Zutaten? Weil das meine sind, die ich gerade gejagt habe. Na gut, ich meine, man könnte sich ja auch schnell ein paar Diesel sammeln und sich dann lieber Würste draus machen. Die ein bisschen mehr halten und so. Guck mal hier rein. Warte mal, wo ist es denn jetzt? Da unten. 18.000 Fleisch. Ja. Hier. Ich glaube, für eine Wurst brauchst du viel Fleisch. Robin, komm mal kurz. Warte, ich guck nur kurz was. Du brauchst Fleisch für die Würste. Du brauchst Fleisch für den Rübeneintopf. Also, weiß ja nicht. Komm mal her. Ihr gehört immer eine Schelle. So ist langweilig. No. Mach mal PvP an. Warum kann ich das nicht anmachen? Jetzt geht's. Achso, weil ich noch im Kampf war, konnte ich das nicht anschalten. Interessant. Ja, das stimmt. Wo ist er denn jetzt wieder? Dauert nicht mehr lang, dann ist er zum Flechten. Was denn? Ja, du feige Sau! Machst du mal endlich der PvP an, Junge? Moment, die zwei Neuankömmlinge, ihr wollt auch haben, ja? Okay, ist kein Thema. So. Aber weg. Jetzt, also, wenn du mich schlägst, dann kriegst du auch zurück, ist kein Thema. Wie war denn das nochmal, Robin? Achso, du musst Tab drücken und da musst du kurz warten jetzt, und dann kannst du. Ja, wenn die Klinge gekreuzt sind. Okay, hier. Tanz mit mir ums Feuer, Bruder. Tanz mit mir ums Feuer. Ja, Mann. Oh, war ich zu spät. War ich zweimal zu spät. Gory 1991 cheert. X100. Danke für die 100 Bits, lieber. Unterstützt alten Mann. Was? Unterstützt alten Mann? Danke. Spendabler Jahl unterstützt alten Mann. Wunderbar. Ich sollte doch mal hingucken, wo ich hinschlage, wa? Weil ich zu langsam ist. Wow, Alter. Der hat gepfeffert. Der hat ordentlich gedrückt. Der hat noch mehr gedrückt. Au. Also ich weiß nicht, was du da für ein Schwert hast, aber in dem Moment, wo du mir Schaden zufügst, ist das 3 Sekunden später wieder geheilt. Ja, das ist das Kupferschwert hier. Eine Dose Bier kommt noch hin, ja. Da sieht man auch mal den Fort. Was machst du denn für ein Damage, ey? Das ist die Keule, mein Lieber, die hat Wuchtschaden. Alter. Ich glaube, ich habe Fenrir kaputt gemacht. Du sag, warte ab, wenn ich jetzt aufstehe. Ich glaube, ich habe Fenrir kaputt gemacht, ich bin mir nicht sicher. Ah, Fenrirs Loot ist Fenrirs Loot, bitte. Ja, okay. Wollt mich jetzt einer looten von euch? Ja. Der Lord Seife wollte dich einseifen. Okay. Ach, Jimmy, was soll ich denn machen, wenn er mir in den Rücken schlägt, weil ich mich eigentlich mit Fenrir prügeln wollte, schlage ich doch zurück, was denn sonst? Ihr seid das schlimmer als meine Kinder. Nee, deine Kinder haben weder Schwert noch Streitkolben. So, warte. Hey, zieh dich doch mal schneller an, Alter. Was ist denn mit dem? So. Jut, reicht jetzt, ja? Ja, reicht. Wenn's hell ist, würde ich sagen, gehen wir Dunkelwald, ne? Weil ja, wir könnten auch alle mal pennen gehen, dann ist es schneller hell. Genau.
sind ja auch gerade relativ alle in Base-Nähe. Achso, Schmiede und so dürft ihr natürlich auch benutzen, Jungs, ne, wenn ihr wollt. Ja, ich hab mich schon bedient, also. Gut. Kroko, grüß dich, mein Lieber. Achso, nochmal. Ja, wir hatten uns ja schon begrüßt, ne? So, ihr ordentlichen Chaoten, wir gehen mal ins Bettchen. Macht, der Schlafgewohnheit. Ich wollte gerade sagen, morgen klingelt doch nicht der Wecker, hast du hier gesagt. Aber ihr guckt bestimmt wieder vom Bett aus zu, ne? Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid. Liebe Grüße auch an deine Frau. Warten wir noch wissen eh, dass du den langen hast. Alter, Gregor. Johnny Fury, was meintest du mit Condor? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Bei mir kannst du nicht cheeren, Gregor. Ich bin weder Affiliate noch irgendwas. Genau, erst wenn du Affiliate ist, kannst du dann cheeren oder abonnieren. Das geht leider erst dann. Und ich überlege mir das noch mit dem Affiliate. Alle warten auf Loffy. Ja, tut mir leid, das Bett ist mir leider nicht im Feuer näher. Was macht dann Seifenlord da? Guckt ihr das so an? Ja, ich vielleicht. Ich glaube, er findet es toll, dass er zwischen uns liegt. Wäre jetzt was aus der Hose gekommen, wäre es komisch geworden. Bitte nicht. Loffy, hier ist ein neues Bett am Feuer. Achso, jetzt hast du dich da hingelegt, okay. Was machst du da? Er schwebt. Das ist auch die beste Schlafposition. Wir müssen mal einen Exorzisten rufen. Dafür ist es schon zu spät bei uns. Erzähle ich dann mal, Mario ist ein bisschen privater, warum ich mir das mit dem Affiliate überlegt. Ich meine, ich werde den irgendwann mal, ups, jetzt habe ich fast gebrannt. Ich werde den machen, natürlich, aber ob ich den gleich angehe, weiß ich noch nicht. Ja, Jungs, falls ihr Langeweile habt, da liegt noch eine Angel in der Fischerhütte und ein paar Köder. Falls ihr wollt, ihr müsst nicht. Aber so, gibt ja auch Leute, die machen das gerne in so einem Spiel, weißt du? GP, grüß dich! GP! Die liebe GP! Schreibe ich hier dann mal auf Facebook. Jetzt bin ich gerade noch überlegen, hatten wir eigentlich im Schwarzwald ein Portal? Ja, beim, hier, bei unserem Händler. Da stimmt. Könnten wir eigentlich mal hingehen und latschen von da einfach mal los. Das ist eine gute Idee, da können wir auch gleich mal den Loot verkaufen. Wandern wir da jetzt eigentlich aus oder bleibt man da gleich hier? Ihr könnt Beutel. Das halten, gedacht, okay. Ihr könnt uns begleiten, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber nicht, wenn ihr sagt, das ist uns noch ein bisschen zu hoch, gerade mit unserer aktuellen Ausrüstung. Ja, dann könnt ihr auch sagen. Dann hau ich mal Dinge wieder in die Essenskiste. So. Bist du die Haldor? Das ist die Haldor. Also ich bin schon mal drüber Haldor und warte da auf dich, Fenrir. Ja, ich angel in jedem Spiel, aber in echt finde ich es langweilig. Mario, Alter. Also, es ist jetzt schon ein kompletter Unterschied, Robin. Auf YouTube, wenn ich Warnheim spiele, ein Zuschauer. Ja, Leute, warte mal kurz. Bei 12. Warte mal. Zwing die Leute zum Arbeiten. Das ist ein Knaller. Ja, sorry, ich habe gerade Bits bekommen von Dark Leuper nochmal. Zwing die Leute zum Arbeiten. Das liest bei mir immer automatisch vor. Das ist so eine Dame, so eine Roboterdame sozusagen, die das vorliest. Deswegen ist es mal ein bisschen doof dann an der Stelle. Okay. So, erzähl bitte nochmal, was ist YouTube und Twitch-Unterschied bei dir? Ja, weißt du, wenn wir sonst streamen hier in Warnheim, habe ich immer so einen Zuschauer oder so, ne? Ja. Jetzt sind wir bei 12. Nice. Und das Schöne ist, ich habe jetzt in der kurzen Zeit, seitdem ich hier bin, habe ich jetzt mehrere Valheim-Streamer kennengelernt mit einer richtig geilen Community, richtig nette Community, witzige Community. Unter anderem den Drake müsste ich daher kennen, der heute da ist. Zornesnacht, grüß dich, Robofina. Achso, die vorlesende Stimme meinst du, Robofina. Beutel, danke für dein Follow. Wird doch mal Zeit, Sack. Was, jetzt erst? Ja! Ich bin schon seit einem Monat hier. Na gut, Beute war am Renovieren. Ist vertretbar, würde ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Und wenn die jetzt auch live wären, kann es durchaus passieren, dass wir uns gegenseitig raiden. Bei den Leuten. Also Svebo Nord zum Beispiel. Ich glaube, der Skyldor, der war vorhin schon live. Aber der war noch in Rust, glaube ich. Aber egal. Fendry, kurze Frage, willst du lieber den Stirnreif oder den Trag... Ah, den Tragehut können wir uns gar nicht leisten. Willst du einen extra Stirnreif haben, dass wir im Dunkeln besser sehen können?
Ja, wo bin ich jetzt gelandet, Alter? Bei Haldor, ja. Wunderbar. Hier dein Stirnreif. Komm her. Zu was, mir. Oh, was? Da? Hier links, hier. Hier und da kommt er. Da am Baum liegt er. Ja. Ich bring nur schnell die. Lieben Dank. Ich bring nur schnell noch die Goldmünzen zurück, die ich jetzt noch übrig habe. Und da müssen wir noch ein paar Innis machen. Mensch, ich dachte, ich hatte dich schon längst gefollowt. Ja, kannst du mal sehen, Beutel. Kannst du mal sehen. Und die nächsten 100 Bits. Danke dir. Danke dir. Beutel unterstrich. So würde ich das aber auch machen. Ich würde mich einfach, wenn einer angelt, daneben setzen und mir ein Bier nach dem anderen reinschrauben. Dann wäre das in Ordnung. Fenrir, kommen wir vielleicht doch noch mal kurz zurück ins Hauptquartier. Du kannst eigentlich den Kryptaschlüssel kannst du hier lassen. Den brauchen wir jetzt im Schwarzwald nicht. Wo waren da hier? Also ich lege jetzt mittlerweile auch immer in die Heidor-Kiste, lege ich jetzt halt immer den Schlüssel und die Harpune rein, wenn wir gerade sowieso ich nicht in Sicht stecken. Ich muss meinem Sohn noch mal erklären, wie eine Tür zugeht, Freunde. Das ist, das geht Rahmen auf oder Pow zu, weißt du? Ich dachte gerade, du meinst mich, weil wir ja vorhin noch das Thema Sorgerecht für mich hatten. Nee. Ich meine meinen wirklichen, Warte mal, die Spitzhacke kann. Nee, doch, Spitzhacke kann. Die kann man mitnehmen für den Fall der Fälle. Oder ja. Querfischen. Den da mitfischen oder den Fußabtreter mit der Autobatterie. Oha. Was habe ich denn jetzt alles mit? Ach, das sind Holzfäller. Ah, nee, warum habe ich eine Fackel im Inventar? Lol. Na egal. So. In welchem Spiel fandet ihr das Angeln bis jetzt am besten? So allgemein in die Runde gefragt. Boah. Ich angle normalerweise in Spielen nicht. Also ich muss sagen, hier auf Valheim ist Angeln sehr geil. Das macht richtig Bock. Ist leicht und ja, da hinten ist er doch. Ich überlege gerade, in welchen Spielen ich schon geangelt habe. Und wo ich mir das Angeln gewünscht habe, wo es aber noch nicht da ist. Wie bei Mist Survival zum Beispiel. Da ist es schon in Arbeit, aber ist es halt noch nicht implementiert. Na, ich habe jetzt das letzte Mal bei Mist reingeguckt, ich glaube vor einem Jahr. Hast du schon mal wieder reingeguckt? Nee, ich hatte bloß das Progress-Update jetzt verfolgt. Ja. Und aber gesehen, es ist noch kein Update da, also habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Und ich werde auch erst, wie ich angekündigt habe, wieder eine Staffel davon machen oder Livestreams machen jetzt in dem Fall. Wenn Bugfixes da sind, ansonsten bringt es mir nichts, wenn da wieder neue Inhalte da sind, die wieder nur zur Hälfte funktionieren. Oh! So, Leute, ja. Wir haben ja schon Kupfer angefangen, wie ich gerade sehe. Ja, oh. Blaubeeren. Mitnehmen. Oh, da drin sind Pilze und Disteln. ja, scheiße, wir haben jetzt gerade. Ich habe total vergessen, mal nach der Ernte zu gucken, fällt mir gerade ein. Das ist doch nicht wild. Da sind auch Disteln. Na, je mehr Rüben und Karotten wir jetzt haben, desto weitere Strecken können wir laufen, ne? GP, danke für dein Follow. Jommy Free findet bei Subnautica das Angeln am besten. Ich hab's noch nicht gespielt, aber schon gesehen und ich muss dir dazu stimmen. Ist ein geiles System. Age of Empires, sagt Darklump. Final Fantasy 15, das Angeln, habe ich jetzt extrem übertrieben. Danach dicht gefolgt von Okaria. Oh. Ich krieg hier einen Stein an den Kopf, während ich euch zuguck da. Bist du eigentlich? Ich sehe dich zwar auf der Karte, aber ich sehe dich nicht in-game. Ich höre dich nur. Ich gerade mal wieder. Du kennst mich doch. Ja. Ach da, moin, im Nebel bist du. Im Nebel versteckst du dich, alles klar. Ja. Na gut, nimm du den nicht in den nächsten. Ja. Oh, Skelette von hinten und eine Krypta. Eine Gruft meine ich. Ich wollte gerade sagen, eine Krypta im Schwarzwald, was geht hier? Apropos, Henry, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber die letzten Updates bei Valheim machen die ganze Geschichte nochmal ein bisschen knackiger. Ja, ich habe doch was in die Gruppe gepostet. Okay, also ich Anarchie selbst hatte... in Valheim, wo Beutel sich so aufgeregt hat, ja. Wieder an Anarchie. Mhm. Ich selbst hatte ja zwei Deskitos im Schwarzwald. Echt jetzt? Ja. Und ich war gerade auf der Flucht und wollte erstmal kurz ein bisschen Ausdauer sammeln, um sie danach zu blocken und dann totzuschlagen. Steht ein Troll neben mir und noch ein paar Grauzwerge. Da war ich tot. Ja, geil. So Achtung, Spoiler für die Folgen auf YouTube. Dunkelwald, Schwarzwald ist in Bayern. Man, es hieß zwischenzeitlich wirklich ich Schwarzwald, Gregor. In der deutschen... Ja, sorry. Ja, in der deutschen Übersetzung hieß das zwischenzeitlich wirklich Schwarzwald, Gregor. Hat man in den ersten Streams das Thema. Wutknubbel, mein Beileid.
Grüß dich, Wutknubbel. Knubbel wollte nur Hallo sagen, Robin, weil er muss jetzt mit seiner Frau den Good Doctor gucken. Okay. Alter. Naja, aber dafür ist es halt seine Frau, ne? Also. Ja, ja. Das, ich muss das ja auch ab und zu, muss ich mir so komische Sendungen angucken. Ranschwimmen und einfach einsammeln. Genau, Johnny. So meinte ich das. Das ist eigentlich das geilste Angelsystem. Ranschwimmen und schon hast du den Fisch. Ja. Obwohl es ja da noch so eine Mechanik gibt mit so einer Art Paralyzer, der die Fische ja, wahrscheinlich redest du vom selben, der die Fische paralysiert. Und dann brauchst du wirklich bloß mal ran und schon hast du Seine gesammelt. Ich find's ja auch bei The Forest ganz geil, weil da kannst du mit Pfeil und Bogen einfach die Fische wegknallen, die schwimmen oben, sammelst du ein. Stimmt, stimmt. Da wiederum muss ich sagen, hat mir doch tatsächlich bei The Forest momentan bei den Spielen, wo man angeln konnte, das Angeln am besten gefallen. Ja, genau, bei Ghost Vector auch mal reingucken, einen schönen Follow da lassen und beim Beutel am besten gleich auch noch. Heute ist Follow-Tag. Also sind wir wieder bei Elektrofischen. Waren wir schon immer bei Elektrofischen? Was? Ich lese nur Sachen aus dem Chat vor, also ich weiß, bei mir kommen manchmal zusammenhanglose Sachen aus dem Kopf, ja, aber aus dem Chat auch. Ambos, grüß dich! Schön, dass du auch hier bist, freut mich! Wo kommt der denn jetzt her? Der war doch eben nur hinter mir. Nö. Ich meine nicht. Ich war die ganze Zeit vor dir. Du hast dich nur umgedreht, deswegen war ich auf einmal hinter dir. Da hinten ist Sumpf. Ich weiß, ich laufe gerade da lang, wo du gerade schon warst, aber du übersiehst ja auch gerne mal was, beziehungsweise ich habe dieses Kartengebiet hier noch nicht aufgedeckt und das Kupfer hier noch nicht markiert, falls wir Kupfer brauchen. Mhm. Es wird auch langsam Zeit, dass wir über Mods nachdenken, wenn wir jetzt hier immer wieder mal Gäste mit einladen, dass wir wenigstens die Mod haben, wo man sich die Kartenmarker teilen kann. Dann sehen die Leute das, was wir markiert haben, und wir sehen das, was die markiert haben. Ja, vielen Dank, Jomi Free. Wer geht gerne in echt fischen, fragt der Gregor. Ich war bisher nur ein einziges Mal fischen und habe dreimal exakt dieselbe Krabbe mit demselben Huckel und demselben grünen Punkt auf der Schale, also auf dem Rücken, an der Angel gehabt und habe dann gesagt, hier, nimm die scheiß Angel, ich mach das nicht mehr. Also wie bei Forrest Gump, der Schrimpkutter. Bist du ein bisschen doof, dumm oder so? Mama sagt dummes, wer dummes tut. Genau. Es ist so geil. Aber der Film ist echt genial, ne? Ist hammergeil. Also einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Generell auch der Schauspieler, also der Tom Hanks ist generell sehr, sehr vielseitig. Bei Cast Away, da habe ich gelacht und geweint gleichermaßen irgendwie, weil der halt wirklich so geil die Emotionen rüberbringt. Du siehst richtig die Verzweiflung in seinem Gesicht und dann kurzer Zeit später, wenn er mit Wilson redet, hat er richtig Spaß. Da denkst du, ja geil, wie so ein Kleinkind. Auch die Szene, wie er sich mit dem Schlittschuh den Zahn ausschlägt und so, das ist dann, Oder wo er sich den Oberschenkel an der Koralle aufschlitzt. War doch der Oberschenkel, glaube ich. Ja, der Oberschenkel war das, glaube ich. Übelster Scheiß. Also ich bin ja gerade ein bisschen enttäuscht, war die letzten Male, also ich im Solo-Play jetzt, vielen Dank. 12 Trolle erledigt und heute noch keinen einzigen gesehen. Was ist hier los? Alter, Leute, 14 Zuschauer. Sehr, sehr geil. Geil, vielen geil. Dank. Sag ja so, es macht hier auch einfach mehr Spaß. Sobald du jetzt nämlich auch Affiliate hast, kannst du auch die Kanalpunkte freischalten. Und kannst den Leuten da auch so, ach ja, meine Indie, sehr schön. Und kannst den Leuten da auch ein bisschen was zum Spielen nebenbei geben, wenn gerade mal wirklich nur Holz sammeln ist zum Beispiel und gerade nicht so das Gesprächsthema da ist. Können Sie auch mit den Kanalpunkten ein bisschen unten anstellen. So, pass auf, ich markiere mal eben die Indie auf der Karte.